Bei Orris wird heute geklebt. Die neueste Rakete ist gleich lang und breit wie die Wettbewerbsrakete, die im Juni in New Mexico starten wird. Das Recovery Team macht mit diesem 1:1 Modell unterschiedliche Tests und Messungen. Und jetzt heute begonnen mit den ganz ersten Schritten, also das Motor Mount Assembly mal zusammengeklebt, mal einen trockenen Fit-Test gemacht mit dem Lower Airframe. Das Zusammensetzen ist dann Präzisionsarbeit. Eine Herausforderung ist auch der Klebstoff. Mit dem Epoxy hier geht es halt sehr schnell, bis der anzieht. Und wenn es dann nicht richtig in einem 90-Grad-Winkel zusammengeklebt ist, dann hat man auch später ein Problem. Die Rakete baute Orris im Student Project House zusammen. Die neu gegründete Denk- und Werkstätte stellt Studenten an der ETH Räume und Werkzeuge zur Verfügung, um ihre Ideen umzusetzen. Also wir sind mega stolz, das Orris-Team zu hosten, dass sie unsere Werkstatt benutzen, unsere Räumlichkeiten, dass sie Action reinbringen. Es ist doch ein sehr großes Team mit 50 Studenten, sonst haben wir eher kleinere Teams und ja, das macht immer wieder Spaß, zusammenzuarbeiten. Nach dem ganzen Geklebe musste Leim erstmal trocknen. Gerade genug Zeit für eine wohlverdiente Pizza. Willst du wissen, wie es weitergeht? Folge uns auf Facebook und LinkedIn.